Um euch das Spiel mal ein bisschen näher zu bringen, werde ich erstmal gegen einen Bot spielen. Hier hat man natürlich die Wahl, sein Deck zu wählen, was man sich gebaut hat. Und ich nehme mal das Blutdeck. Das zweifarbige, das läuft mir nicht ganz so. Aber ich kann ja trotzdem erstmal was dazu erzählen. So, am Anfang kommt natürlich der obligatorische Münzwurf. Welcher Spieler fängt an? Der Spieler, der anfängt, zieht eine Karte weniger. Ich glaube, 2, 4, 6... Nee, hat genauso viel gezogen. Auch 7. Aber in der ersten Runde kann man nicht angreifen. Das ist typisch auch bei Magic gewesen. Und in der zweiten Runde zieht der eine ja noch eine Karte. Also hat der dann theoretisch in der Runde, wo er auch angreifen kann, eine Karte auch mehr. So, hier habe ich jetzt am Anfang immer die Option, bin ich mit meinen Karten, die ich habe, zufrieden oder möchte ich nochmal neu? Wenn ich nochmal neu mache, Mulligan, dann kriege ich eine Karte weniger. Oder Hand behalten. Ich habe 3 Mana auf der Hand, das ist relativ... Das ist sehr gut. Mein Deck ist nicht so teuer, wie wir sehen können. Meine Mana-Kosten hier oben links sind 4, 4, 3 und 2. Also kann ich ab der zweiten Runde schon mal was spielen. Ja, der Kampf ist generell wieder so aufgeteilt. Wir haben 2 Helden, jeder hat 20 Lebenspunkte. Der Held, der zuerst bei 0 ist, hat verloren. Wir haben hier unsere Hand. Das ist die Hand des Gegners. Das sind unsere Decks. Hier sehen wir auch, wie viele Karten der Gegner generell im Deck hat. Hier rechts daneben kommt der Friedhof, wenn Karten verschwinden oder besiegt werden oder benutzt worden. Und dann gibt es noch die Leere. Da werden Karten hin verbannt, wie es bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel war oder auch bei Magic. Ja, hier sehen wir, wie viele Handkarten jeder hat. 6, 7, wie viele Rohstoffe im Pool sind. Und jeder Held hat auch eine Fähigkeit. Hier sehen wir die Fraktion. Genau. Ich kann mir auch mit Rechtsklick die Fähigkeit des Helden angucken. Der hat jetzt zum Beispiel 2 Lebenspunkte und dafür zieht er eine Karte. Und hier links sehen wir die einzelnen Züge. Das ist die Draw-Phase, in der wir eine Karte ziehen. Die erste Hauptphase, in der wir Karten ausspielen können. Dann kommt die Angriffsphase. Ja, Verteidigungsphase. Schadensphase. Und dann zum Schluss nochmal eine letzte Hauptphase und dann die Endphase. So, am Anfang natürlich... Oh, der Gegner fängt an. Das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Aber er hat schon Mana gespielt. Und das war's. Gut. Ich bin dran, ich spiele einen Mana. Und kann jetzt weiter nichts machen. Und deswegen ist die nächste Runde schon dran. Ich denke mal, hier würde man jetzt auch die Effekte von irgendwelchen Kleidungsstücken, die ich aber gerade nicht besitze, sehen. So, sobald der Gegner eine Karte spielt, kann man, bevor man noch weiter drückt, immer rechte Maus drauf gucken, was das macht. Das ist für 2 Mana eine relativ starke Karte, aber dafür hat sie nur einen Lebenspunkt und sie kann nicht angreifen. Nicht blocken, Entschuldigung. Mit Leertaste kann man auch die Effekte, die hier immer stehen, also hier nächste Hauptphase, kann man auch wegdrücken. Beziehungsweise Endphase ist zum Beispiel F8, es gibt diese Schnelltasten, F5 ist zur Angriffsphase. Wenn man die drückt, dann wird man zwischendurch auch nicht nochmal gefragt, ob irgendwas ist. So, ich spiele mein zweites Mana. Ach ja, auch ganz wichtig. Die Heldenfähigkeit, die kostet nicht Mana in dem Sinne, wie meine Karten zum Ausspielen, sondern immer wenn ich ein Mana spiele, kriegt mein Held eine Aufladung und dann kann ich sie spielen. Meine Heldenfähigkeit kostet zum Beispiel 3, seine kostet sogar 4. Und um die machen zu können, brauchen mindestens 2 Blut und bei mir nur 1. So, was habe ich denn hier? Wenn ein weiterer von dir kontrolliertes Shinar stirbt, erhält diese Karte +1/+1. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Startkarte. Ich habe gerade noch ein Artefakt gezogen. Für 1 kann ich es spielen und für nochmal 1 kann ich mir eine Ressourcenkarte raussuchen. Aber da ich momentan mit den Ressourcenkosten ganz gut da bin, ist das nicht ganz so wichtig. So, Angriffsphase, Verteidigungsphase, der Gegner macht nichts, weil er weiß, dass er totgeblockt werden kann. KI ist gar nicht so doof. Beziehungsweise will er sich auch selber als Blocker aufheben. So, opfere eine und eine andere erhält. Ich habe gerade nichts zum Opfern. Ich könnte jetzt den spielen. Wenn ich eine andere Kreatur opfere, dann kriegt der +5/+5. Achso, was ich auch noch sagen wollte, die einzelnen Farben, Elemente, nach denen die Decks sortiert sind, sind sehr ähnlich, wie es auch bei Magic war. Wir haben... Die Blutkarten, das sind so die Untoten, die Debuff-Karten. Wir haben die roten Karten, das sind ja
Zauber wie Feuerbälle oder sonst was und Eile-Kreaturen, also die sofort angreifen können. Blau war bei Magic immer Konter. Konterkarten habe ich jetzt hier noch nicht so gesehen, aber Blau ist auf jeden Fall so in Richtung Deckzerstörung. Und Flugeinheiten, das war bei Magic genauso. Grün sind so die Landkreaturen und die Einheiten, die hier heißt es glaube ich Wildheit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Magic hieß. Aber die Karten, die halt so Trampelschaden und sowas haben und die man... Also wenn ein grüner Gegner zu viele Einheiten hat, dann wird man irgendwann überrannt. Das war glaube ich auch das Ziel von Grün meistens. Und Leben kriegen. Und dann gibt es noch Diamant und das ist auch... die haben halt hier sehr viele Zusatzeffekte wie standhaft, was war es noch? Erstschlag und auch Schutz vor Karten, Leben kriegen. So, spiele ich den? 3, ich habe 3 Mana. Ja, ich Mana verschwende, um den zu spielen. So, ich kann mal gucken, aber eigentlich will ich den nicht opfern, weil... Der kriegt der Boni, wenn andere Shinhar-Einheiten kommen. Und ich habe in meinem Deck auch was, was mir Shinhar-Einheiten bringt. So, was spielt der? Die Hexe. Jetzt wird eine Karte aus meiner Hand ausgewählt und wenn es eine Kreatur ist, kriegt sie -2/-2. Ich hoffe, er wählt eine von den anderen 3. Er hat eine hohe Chance, eine Kreatur zu erwischen. Ah, er hat Land erwischt. Sehr gut. Er spielt seine Heldenfähigkeit, opfert 2 Leben und zieht eine Karte. Dann war es das sicher mit seinem Zug. So, was haben wir hier? Eine Flugeinheit. So, spiele ich auch mal. Wähle einen Champion aus. Dann wähle ich natürlich meinen Gegner. Und der muss dann eine Karte abwerfen. Er hat ein Land abgeworfen, okay. Dann habe ich noch genug Mana und spiele noch mein Artefakt. Das ist dauerhaft aktiv. Die dauerhaft aktiven Karten liegen da ganz hinten. Außer man hat keine Kreaturenkarte, dann liegt sie hier vorne in der Mitte und blockiert auch so ein bisschen die Sicht auf die Buttons. Was ich noch sagen wollte, Kreatureneffekte kann man immer nur in der Main-Phase machen. Also nicht in der Kampfphase. Das heißt, ich könnte jetzt nicht mit dem angreifen und dann während des Kampfs eine andere Einheit opfern, um ihn zu verstärken. Das ginge zum Beispiel nicht. Und Tap-Effekte können natürlich auch nicht mehr im Angriff gemacht werden, da man dafür ja, um anzugreifen, ja seine Kreatur theoretisch ja auch schon tappt. So, für diese Phase mache ich nichts. Ich könnte, obwohl ich habe den Heldeneffekt ja noch. Den kann ich aber, glaube ich, auch nur in der Main-Phase stehen. Da steht auch Standard. Ich glaube, Standard heißt Main-Phase. Aber das... Nee. Ich heb die mal auf. Er könnte sie mit der Einheit relativ easy totblocken und das möchte ich nicht. Denn die verstärkt... Die wird verstärkt, wenn andere Einheiten kommen. Oh, die ist fliegend. Das ist jetzt ganz praktisch, weil er selber auch eine spielt, die fliegend ist. Jetzt muss ich auch eine abwerfen. Das Mana ist mir, glaube ich, zu viel wert. Ich nehme mal einen von den Munchwookies. Und den kann man relativ gut verstärken. So, er greift mit der 2-4er an. Ich kann scheinbar immer noch den Effekt von ihr hier spielen. Nur meinen Heldeneffekt nicht, okay. Den will ich lieber nicht opfern. Aber ich spiele einfach jetzt mal den Effekt von ihr. Und blocke jetzt mit ihm den Gegner. So kam kein Schaden durch. Ich habe eine starke Kreatur von ihm zerstört. Das ist ganz praktisch gewesen. So, ich merke gerade, dass diese Karte eigentlich gar nicht so richtig Sinn macht in dem Deck, weil die Standardkarten machen auch schon eine Aufladung. Und wenn ich wirklich, das ist ja jetzt einfarbig, das Deck. Deswegen brauche ich die eigentlich nicht. Aber ich kann sie euch ja mal zeigen, man hat dann halt wirklich die Wahl zwischen den Elementen, die man wählen kann. Okay. Die Karte wäre natürlich umso stärker, wenn ich jetzt eine Shinhar-Einheit draußen hätte.
Ach kacke, das wäre sogar eine gewesen. Ich Idiot. Da hätte ich vielleicht doch nicht opfern sollen und einfach die zwei Schaden durchkommen lassen. Dann wäre der jetzt nämlich schon 3-3, wenn ich ihn spielen würde. Aber ich mach's einfach mal, um eine Einheit zu haben. Achso, man müsste die auch opfern, stimmt. Den könnte ich opfern, dann wird der 3-3. Aber ich glaube, dann lasse ich das lieber und nutze im Zweifel vielleicht seinen Effekt. Oder zum Beispiel den Effekt. Ich glaube, das mache ich. Ach schade, jetzt habe ich schon auf Kampfphase gedrückt. Jetzt geht's nicht mehr. Mich wegblocken würde? Ich denke nicht. Aber egal, ich warte lieber ab. Und gehe in die nächste Runde. Jetzt greift er mit beiden an. 5 Schaden. Ich könnte ihn auch wegblocken. Mit beiden eigentlich. Ach ja, komm. Machen wir wieder so. Der stirbt. Der wird stärker. Hoch. Priorität muss ich noch weitergeben. Der blockt den. Ach komm. Ich bin ja eh im Vorteil. Der Gegner hat schon Schaden. Er hat keine Kreaturen mehr. Ich habe noch eine. Was kommt jetzt? Lebensentzug. Diese Karte kann nur von Artefakten, Einheiten und oder Bluteinheiten geblockt werden. Okay, ich bin eine Bluteinheit. Ein Lebensentzug heißt, wenn er Schaden macht, dann kriegt er das als Leben. Schaden. Okay, wirklich Schaden. Kampfschaden. Es muss kein Schaden sein, der gegen den Spieler gemacht wurde. In dem Fall gegen den Champion. So, mein Hydralisk. Das ist eine coole Karte. Und zwar hat der jetzt Raserei. Ist generell schon tödlich. Das heißt, sobald er Kampfschaden macht und wenn es nur ein Schaden wäre, würde eine Kreatur, die 20 Leben hätte, auch sterben. Wenn er geblockt wird, kriegen die Blocker -1/-1. Habe ich bewusst reingenommen, weil er relativ wenig Leben hat, damit er nicht von einer billigen Kreatur getötet wird. Und Raserei verstärkt den Angriff eigentlich. So, angreifen tue ich jetzt mal nicht. Aber ich habe noch einen Mana, ich könnte noch den Effekt spielen und mir ein Land raussuchen. Dann verschwende ich nämlich auch kein Mana in einer späteren Runde. Dann habe ich es nämlich schon. Und die Chance ist höher, dass ich nächste Runde eine Karte ziehe, weil ich ja das Mana jetzt schon gezogen habe. So, er greift an. Würde natürlich 3 Leben kriegen. Ich könnte ihn auch opfern, aber das möchte ich eigentlich nicht, weil die zu cool ist. Deswegen lasse ich den Schaden ausnahmsweise mal durch. Jetzt hat er den sogar nochmal gespielt. Tödliche Waffen. Eine Kreatur tödlich. Beziehungsweise 2 sogar. Wähle die zu Opfernde, mache ich jetzt einfach mal. Und die zu Verstärkende. Oh, er hat den Schaden sogar durchgelassen. 6-4. Also wenn ich Raserei jetzt richtig verstanden habe, ist, dann kriegen die immer, nachdem sie angegriffen haben, je nachdem wie viel Raserei draufsteht, in dem Fall 1, Raserei 1, kriegt ihr nach einem Angriff immer eine Stärke dauerhaft dazu. So, okay. Jetzt kriegt er, macht er 6 Schaden, kriegt aber auch 6 Leben wieder. Sieht momentan schlecht aus. Okay, jetzt opfert er ein bisschen Leben für eine Karte. Jetzt hat er gerade eine Karte gespielt, sogar 2. Mit der Tunnelfähigkeit. Die kann ich jetzt nicht zerstören mit irgendwelchen Karteneffekten, die jetzt -- machen oder Schaden an Kreaturen verteilen. Und wenn er die aufdeckt, dann haben die noch zusätzliche Tunneleffekte. So, Mord spiele ich doch schon mal. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen, falls da was Böses kommt. Ich krieg nächste Runde mindestens 3 Schaden und er 3 Leben. Aber ich greife trotzdem mal an, weil ich mache mehr Schaden und meine wird stärker.
So, wieder die Flugeinheit. Ich könnte ein paar Einheiten gebrauchen. Oh, das nervt manchmal echt. Priorität weitergeben und jetzt macht er aber nichts gerade. Achso, ich muss eine Karte abwerfen. Ich kann nichts drücken. Also das wollte ich vorhin schon sagen, das Spiel ist manchmal buggy. Ich habe auch schon Zauberkarten in die Mitte gelegt. Dann lagen die jetzt aber, wie jetzt ich die Karte rechte Maus gemacht habe, so in der Mitte. Und ich konnte nichts mehr anklicken, was hier unten stand. Und dann kam ich irgendwie, selbst wenn man Escape drückt, dann wird der Bildschirm ein bisschen dunkel. Huch. Das kann ich jetzt nicht zeigen. Also doch, wie jetzt, wenn das jetzt nicht wäre, wird der Bildschirm so dunkel, wie er hier ist. Und mit Leertaste kommt man zwar irgendwie noch weiter. Und so überspringt man manchmal Runden, die man gar nicht überspringen will. Sucht sich der Champion deiner Wahl eine Karte aus, die er abwirft. So, er hat mich ausgewählt, so wie es aussieht. Ich müsste eine Karte abwerfen. Aber erst müsste ich sagen, auf Weitergehen, dann kommt der Zugeffekt und dann kann ich die Karte drücken. Aber hier haben wir mal wieder einen Bug und es geht echt nicht weiter. Ich kann machen, was ich will. Achso, hier hat man übrigens noch eine Taste, wo man einstellen kann, wann immer die Phasen gestoppt werden sollen. Das kann man zum Beispiel bei KI verändern und im PvP dann wieder anders machen. Das ist ganz praktisch. Gerade wenn man zum Beispiel ein Deck hat, was überhaupt nicht reagieren kann in der Runde des Gegners, dann kann man sich die ganzen Abfragen natürlich sparen. Ah, das ist aber echt ärgerlich hier. Kann ich jetzt eigentlich nur abbrechen.